Was hat bitte schön eine Schneeschaufel mit Survival und Bushcraft zu tun? Wenn dir das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, mein Name ist Rani Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Voll super, dass du dabei bist. Und da ist sie schon, die Schneeschaufel. Und ja, die Frage stellen wir uns, was hat eine Schneeschaufel mit Survival und Bushcraft zu tun? Ich mag da kurz die da vorstellen. Das ist eine Aluminiumschaufel mit einem Kunststoffgriff von der Firma Fiskars. Sehr, sehr feines Teil, habe ich schon 7 Jahre im Einsatz, schaut schon ein bisschen aus, habe ich schon ein bisschen verbogen und ein bisschen, ja, könnte ich wieder ein bisschen Liebe schenken, aber das ist nicht der Punkt dabei. Dieses Teil habe ich immer im Auto und mit immer meine ich immer und mit immer meine ich wirklich immer, also die liegt ganz einfach immer hinten im Auto drinnen und wenn du jetzt sagst, ich habe kein großes Auto und ich brauche kein Car Survival Kit und eine Schaufel ist sowieso für ein A, dann lass es bleiben. Es gibt aber auch welche, die man schön zusammenlegen kann. Ich gebe dir den Link ohnehin zu dieser und auch zu einer anderen Schaufel, die ihr habt. Die habe ich auch schon mal am Kanal vorgestellt. Die wird dann schön klein und fein und ist dann nicht so groß. Also im Car Survival Kit habe ich immer eine Schaufel dabei. Eine Schneeschaufel. Was das bedeutet, schauen wir uns dann nicht gleich an. So, das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich im Schnee unterwegs bin, und zwar länger als einen halben Tag, und wenn ich weiter weggehe aus der Zivilisation, als ich Rufweite habe, ja, sozusagen, wenn ich mit den Kindern im Schnee unterwegs bin und damit meine ich nicht 10 Minuten oder so oder mit dem Hund eine Gasse runde gehe, ja, sondern wenn ich wirklich in den Wald gehe, wo rundherum nichts ist. Und das heißt jetzt rundherum auch vielleicht 1 Kilometer oder 2 Kilometer. Dann habe ich so eine Schaufel mit. Warum? Wenn du mal Schnee... Und ich nehme jetzt mal exemplarisch da diesen wunderschönen Pulverschnee her. Schau ihn dir mal an. Schau ihn dir mal wirklich schön an. Das ist so richtig ein schöner Pulverschnee. Es ist so kalt, dass die Kristalle, ja, dass die ganze Feuchtigkeit, alles, ja, so sich in die Kristalle zusammengesetzt hat. Angeblich, ich meine, ich kenne mich da nicht aus, aber angeblich haben die Inuit, die Eskimos ja unterschiedliche Konsistenzen. Manche sagen eigene Wörter für Schnee, das weiß ich nicht, aber die unterscheiden das sehr wohl. Da braucht man nämlich nicht einmal bis zu den Inuit gehen, wenn du bei einem Alpenverein so ein Survival-Training, Winter-Survival-Training zum Beispiel magst oder Iglu-Bau oder sowas, dann wirst du relativ rasch erkennen, dass Schnee nicht gleich Schnee ist. Und wenn ich jetzt diesen Schnee hier habe und mir irgendwas bauen möchte, an Notunterkunft, eine Schneehöhle zum Beispiel auf die Schnelle, oder wenn ich mir einen Weg frei machen will, oder wenn ich ein Feuer auf einen Schnee, der so hoch ist, anzünden will, das... Ich brauche eine Schaufel und das ist das Einzige, was wirklich schnell und effektiv funktioniert. Und bei dieser Schaufel, wie du siehst, die ist richtig schön gebogen. Ich weiß schon, irgendwer wird mir wieder einen schlauen Kommentar schreiben und sagen, wow, Reini, du zeigst mir eine Schaufel, die gebogen ist. Nein, das ist wichtig. Sonst würde ich es nicht sagen. Man muss mir auch nicht glauben, aber der Punkt dabei ist, wenn ich einen Spaten hernehme, der hat einfach ein gerades Blatt oder fast gerades Blatt. Der ist dafür gemacht, Erde wegzubringen. Und das ist eine Schaufel. Das ist halt meine Definition. Und die ist tatsächlich so gemacht, dass ich viel Material mit herumnehmen kann. Die Schaufel, genau diese Schaufel, hatte ich, das war 2011, Wintereinbruch, wir waren in den Bergen und wir sind stecken geblieben. Die hat uns rausgeschaufelt. Also wir, also ich war mit meinem Bruder unterwegs, einmal er, einmal ich, wir haben geschaufelt wie die Wilden, damit wir weiterfahren haben können. Seitdem habe ich Schaufeln lieben gelernt. Beim Winter-Survival-Training, das ich anbiete, haben wir immer Schaufeln dabei, wenn es Schnee gibt natürlich. Manchmal haben wir ja auch Winter und da haben wir kein Schneepech gehabt. Ja. Aber da haben wir auch immer Schaufeln dabei, weil das das A und O ist, um da draußen überhaupt etwas zu machen. Red mit Leuten, die Expeditionen machen im Schnee im hohen Norden. Also ohne Schaufel gehen die nicht raus. Ja. Das macht ganz einfach Sinn. Und ich wollte ganz einfach diese hier vorstellen. Einfach aus dem Grund, weil ich die wirklich empfehlen kann. Also die ist extrem robust und macht alles mit, aber trotz alledem ein Fliegengewicht. Und wie gesagt, es gibt auch die zusammenlegbare, habe ich schon einmal ein Video gemacht, gebe da unten die Links. Ja, das war's. Survival hat viel mit Energiesparen zu tun und das hilft dir dabei, so wie viele andere Ausrüstungen auch. Manches ist unnütz, das hier ist ein cooles Teil. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Mag dir um einen Daumen nach oben bitten. Mag dir auch um einen Kommentar bitten, so wie immer. Schreib uns du, Schneeschaufel ja oder nein. Oder vielleicht schreibst du mir auch rein. Rein ist alles unnütz, sinnlos. Du willst nur Dinge an den Mann bringen, ist auch okay. Schreib uns das, das wäre einfach cool. Wenn du das erste Mal hier bist, ein Abo. Dankeschön. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zu den Produkten. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.